Hallöchen, ich weiß, dieses Thema ist eigentlich gut durchgekaut, aber ich habe da auch noch ein paar Sachen, die mir da noch in den Sinn gekommen sind und die ich auch noch so mitgekriegt habe. Und zwar geht es ja um dieses Wärmepumpengesetzgedönse, was ja dieser sehr nette Herr Habeck ja hier vorhat. Und dass man ja Haus dämmen muss und Wärmepumpen einbauen und Fußbodenheizung und all so ein Krimskrams, was ja bald eine Viertelmillion Euro kosten könnte oder teilweise kostet, was sich viele nicht leisten können. Aber da sind noch einige Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind. Erst einmal habe ich mich gefragt, wieso eigentlich Fußbodenheizung? Gut, hat man mir erklärt, ja, macht Sinn, wegen dieser niedrigen Vorlauftemperatur sind Fußbodenheizungen effizienter beim Heizen durch die Konvektion der warmen Luft, die von unten nach oben steigt. Das wird mit Radiatoren nicht so erreicht, wenn die Vorlauftemperatur so gering ist, außer man hat ein richtig stark gedämmtes Haus. Das steht auch hier in diesem Artikel. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid Mieter. Euer Vermieter sagt so, wir bauen jetzt das Haus um auf Wärmepumpe und jeder kriegt eine Fußbodenheizung. Da ist das erste Problem. Wo willst du hin? Du musst deine Wohnung in Anführungsstrichen leer räumen. Du musst deine komplette Wohnung leer machen. Du musst deine ganzen Möbel, deine ganzen Sachen irgendwo einlagern und die Räume sind nicht nutzbar. Wo willst du dann wohnen? Oder wo sollen die Mieter wohnen? Wie soll das möglich sein? Also in Bestandsgebäuden, in bewohnten Wohnungen kann man nicht noch nachträglich einfach mal eben so, weil das Gesetz sagt, ja, X und so weiter, muss jetzt die Wärmepumpe rein, kann man nicht eine Fußbodenheizung einfach mal so eben reinbauen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht meine Wohnung hier mal einen Raum oder zwei Räume komplett leer machen und dann, ja, wo schlafe ich, wo koche ich, wo gehe ich auf Klo und hast du nicht gesehen. Wo wohne ich in der Zeit, wenn die hier mir den Fußboden aufreißen und eine Fußbodenheizung reinhauen? Wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Das kann man nur in Neubauten machen oder in geplanten Gebäudesanierungen, die nicht bewohnt sind. Wenn du jetzt aus der Wohnung ausziehst und der Vermieter kommt, ja, wir müssen ja die Wohnung sowieso renovieren, sanieren und so, dann bauen wir gleich eine Fußbodenheizung ein. Das kann man machen. Gut, die Kosten sind hoch, die werden auf die Miete umgelegt. Ob man sich dann die Miete noch leisten kann, steht auf einem anderen Blatt. So, dann ist noch das Ding, da fiel mir noch ein, warum macht man denn nicht eigentlich diese. Wie heißen die Dinger? Hybrid-Klimaanlage oder Zwei-Wege-Klimaanlage oder wie auch immer sich die Dinger schimpfen, die in beide Richtungen funktionieren. Im Sommer kannst du die Wohnung damit kühlen, kostet zwar Strom, ja, aber die Wärme, die du da abführst, kannst du für Warmwasser benutzen. Für das Warmwasser, was du in deiner Wohnung brauchst. Auch im Sommer braucht man ja auch Warmwasser, kann man dafür benutzen. Ist irgendwo auch ein kleiner Vorteil. Und im Winter drehst du das ganze System einfach um und heizt deine Wohnung damit. Weil im Sommer nimmst du die Wärme aus der Wohnung raus und gibst sie nach draußen ab. Und das kannst du genauso andersrum machen. Du nimmst draußen die vorhandene Wärme dann im Winter noch auf und gibst sie in der Wohnung ab. Das ist dieses Prinzip Kühlschrank. Selbst wenn der Kühlschrank schon auf Temperatur ist, wird der hinten immer wenn er angeht, 2-3 Grad, die er dann immer hochgeht, wird der hinten ziemlich heiß. Und Gefrierschränke ist dasselbe Problem. Die sind drinnen auch schon um minus 20 Grad und trotzdem wird hinten der Kondensator, das müsste der Kondensator sein, auch ziemlich heiß. Könnte man theoretisch machen. Gut. Dieses System funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad effektiv und man muss elektrisch noch zuheizen und hast du nicht gesehen. Aber man hätte dann die warme Luft direkt in der Wohnung, kann man dann in bestehenden bewohnten Gebäuden machen, würde ich sagen. Gut,
muss man sehen, wie man will. Aber das, was die jetzt hier vorhaben, das geht so nicht. Nicht mit den Fußbodenheizungen. Das andere Thema ist, eine Fußbodenheizung darf auch nicht zugestellt sein. Wenn ich eine Fußbodenheizung habe und nicht jeder wohnt gleich, kann ich nicht sagen, die Fußbodenheizung ist in dem Raum nur von dem, in dem und dem Bereich. In dem anderen Bereich dürft ihr eure Möbel hinstellen, sonst heize ich meine Möbel von unten. Die Couch, das Bett, den Schrank, den Kleiderschrank, die was auch immer. Wird ja ineffizient. Nicht jeder will auch Laminat haben oder PVC-Boden oder Fliesen als Boden, sondern auch mal Teppich. Teppich dämmt aber auch, wird auch wieder ineffizienter mit der Fußbodenheizung. Also da muss man die Fußbodenheizung in ja, Gruppen anordnen, dass man die bestimmte Bereiche beheizen kann, wo man sagt, der Bereich, den brauche ich nicht heizen, da stehen Möbel drauf, das bringt sowieso nichts. Aber das System wird ja noch teurer. Also dieses Thema mit dieser Wärmepumpenscheiße, also ich weiß nicht, was die sich da ausdenken. Gut, mag irgendwo gut gedacht sein, aber die Umsetzung ist echt für den Arsch. Nicht bei denen, was wir jetzt hier in Deutschland machen mit dem Strom, dass wir hier CO2-arme oder neutrale Kraftwerke abschalten und dafür Kohlekraftwerke hinstellen, die dann noch mehr CO2 rausblasen. Und wir sollen dann hier noch mit Strom heizen und heiß Wasser machen, mit Strom fahren und hast du nicht gesehen, damit wir kein CO2 mehr produzieren. Aber im Gegensatz laufen die ganzen CO2-Verpester und machen uns den Strom. Oder wir holen uns das aus dem Ausland. Und dann sollen wir noch das Vorbild sein für alle anderen, wo wir dann sagen, schaut mal her, wir in Deutschland, wir sind jetzt CO2-neutral oder so gut wie neutral, macht uns das nach. Ja, wir holen uns von denen den ganzen Strom. Die schalten dann auch alle ab, dann hat keiner mehr irgendwo ein Kraftwerk irgendwo auf der Welt und dann hat gar keiner mehr Strom oder wie. Was ist das für ein Schwachsinn? Also man kriegt ja richtig schon Schleudertrauma von dem ganzen Kopfgeschüttel, den man da machen muss. Was die sich da ausdenken. Also ehrlich, das geht so nicht. Ich kann nicht einfach sagen, unter den Leuten zwingen, so, eure Heizung ist jetzt kaputt, ihr dürft die jetzt nicht mehr gegen eine neue Gasheizung oder was ersetzen, jetzt muss da eine Wärmepumpe rein. Dann kann man nur noch sagen, ihr müsst eventuell ein zweites System, eine Wärmepumpe zusätzlich, die zusätzlich dazu arbeitet, dass man beide Systeme hat. Im Sommer brauche ich nicht den Gas. Mit der Wärmepumpe kann ich dann im Sommer sehr effizient, weil draußen ist es ziemlich warm, denn zumindest das heiße Wasser für die Mietwohnungen, für die Mietparteien herstellen. Gut, es soll jetzt nicht nur Wärmepumpe, so wie ich das gelesen habe, sondern auch Fernwärme und ach, was weiß ich, was da noch alles kommt und Kombination und sowieso. Aber trotzdem, man kann den Leuten doch nicht einfach sagen, so ab Tag X dürft ihr keine andere Heizungsart mehr haben, außer Wärmepumpe. Das ist doch Schwachsinn. Gut, das wollte ich euch nur mal sagen mit der Fußbodenheizung. Das wird so, wie die sich das denken, nie und nimmer was werden. Zu allen kannst du das nicht in Gebäuden machen, die bewohnt werden, einfach mal eben so eine Fußbodenheizung reinbauen. Die Mieter müssen dann raus oder der Bewohner muss raus aus der Wohnung. Die Wohnung muss komplett leer. Wo sollen die Sachen hin? Wo soll der die Zeit über hin? Das ist unmöglich machbar. Das geht gar nicht. Schon gar nicht in so kurzer Zeit. Das kannst du nur wirklich machen, wenn du aus der Wohnung ausziehst und dann nachrüstest. Dann ja, dann ist die Wohnung ja leer und dann kann man es machen. Aber nicht, wenn sie bewohnt sind, sagen so, die Gasheizung im Keller für das Mietshaus ist im Arsch. Wir machen jetzt eine Wärmepumpe, ihr kriegt alle eine Fußbodenheizung. Wo ihr mit eurem Möbel bleibt, wo ihr die Zeit über bleibt, die 4, 6, 8, 10, 12 Wochen, die wir brauchen, um das alles umzubauen, ist uns scheißegal. Aber wir müssen es ja machen. Ist ja vom Gesetz her. Also ehrlich. Ob euch das Video interessiert oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ich wollte es mal loswerden. Ich kann das hier überall schreiben, aber irgendwie scheint das keiner irgendwie für voll zu nehmen, dass das irgendwie nicht hinhauen kann. Das kann nicht so hinhauen. Okay, dann danke fürs Zugucken und demnächst kommt dann wieder Elektronik dann wieder. Okay, tschüssi.